Dick, Dack und Dicke Dack, von rechts nach links gesehen. Drei Kobolde, drei Helden, erfunden von Hannes Hegen. Vor genau 60 Jahren zeichnete er die ersten Geschichten und schuf damit etwas ganz Besonderes, ein Comic in der DDR. Das war anders, das war bunt. Für die Leser eine kleine Flucht aus dem Alltag. Was Hannes Hegen mit seinem Comic auch geschafft hat, ist, dass man reisen konnte. In einem Land, in dem man nicht einfach ausreisen durfte, ist es natürlich etwas ganz Besonderes. Ich nehme die Amerika-Serie oder die Orient-Serie, in Länder zu kommen, in die man eigentlich nicht hätte reisen dürfen. Entsprechend beliebt waren die Hefte. Im Zeitungskiosk nie in der Auslage, weil immer vergriffen. Die DDR erlaubte das Comic, diese Art der westlichen Dekadenz, als kleines Ventil gegen die Unzufriedenheit ihrer Bürger. Aber nicht nur. Zum anderen war das die Zeitschrift, mit der der Verlag Geld verdient hat, schlicht und ergreifend. Wir haben also ja eine hohe Auflage gehabt, über 600.000. Und was man nicht von allen Produkten des Verlages sagen konnte, dass die gekauft wurden. Dennoch verschwanden die Dicke Dacks 1975 recht abrupt. Noch heute wird diskutiert, ob aus politischen Gründen oder wegen eines Lizenzstreits mit dem Verlag, der stattdessen ein anderes Comic verlegte, die Abrafaxe.